Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und wie man sieht, Minecraft Alpha Version 1.1.0. Ja, es ist eine neue Version von Minecraft rausgekommen. Und ich denke, ich lese einfach mal den Patchlog vor. Und zwar gibt es jetzt erstmal ganz viele Sachen zum Multiplayer. Und zwar gibt es ein Server-Side-Inventar. Mit anderen Worten, das Inventar wird gespeichert, wenn man den Server verlässt. Müsste es auf jeden Fall. Also verstehe ich das. Dann wird die Position des Spielers gespeichert, wenn er den Server verlässt. Also dass er beim nächsten Mal, wenn er joint, direkt wieder da ist, wo er aufgehört hat. Dann funktionieren jetzt die Kisten, wo man so Truhen, also Truhen, ne, wo man reinlegen kann, im Multiplayer. Sonst, wenn man die dann wieder geschlossen hätte. Oder... Was? Ne, ich glaube, nachdem man neu gejoint ist oder so, ist er dann wieder einfach weg, was in der Kiste war. Und das scheint jetzt wohl nicht mehr zu sein. Ich habe das alles übrigens noch nicht getestet. Dann funktionieren jetzt Schilder im Multiplayer und Ofen funktionieren im Multiplayer. Auch sehr nett. Dann wurde in der Server-Config, also die Datei, ne, wurde was geschrieben. Und zwar kann man da jetzt, wenn man will, die Monster einstellen. Die funktionieren allerdings noch nicht so gut. Man kann sie allerdings mit Feuer verletzen. Ob man sie auch töten kann, weiß ich jetzt nicht. Aber, naja. Dann noch was Unwichtiges sind, gibt es mehr Pilze. Und es gibt einen Kompass. Ein Kompass. Und habe ich... Nein, ich habe keinen Redstone. Ah, verdammt. Dann mache ich da, gehe ich eben hoch. Weil dann möchte ich zeigen, wie man einen Kompass macht. Und ein Kompass, sage und staune, zeigt einem den Spawnpunkt an. Also den Weg zum Spawnpunkt, ne? Die Nadel zeigt auf den Spawnpunkt. Und ja, das ist hilfreich. Das ist geil. Das ist nice. Yay. Und als letzte Änderung können Ofen jetzt mit einem Eimer, wo Lava drin ist, betrieben werden. Ich weiß nicht, ob die Lava dann nach einer Zeit irgendwie weggeht oder so. Aber das hört sich auf jeden Fall nach einer super Neuerung an, denn wenn sie das nicht tut, wäre es halt super. Und ich, warum gehe ich raus? Ne? Ich war jetzt irgendwie auf Lava-Suche, aber das ist wohl eine schlechte Idee. Gott, mein Mund ist voller Pickel. Die Zunge und mein Innenmund, ja egal. Oh Gott, hm. So, wir brauchen ein bisschen Redstone dafür. Nämlich genau... einmal Redstone Dust. Ja, das ist nicht sehr viel. Nee, Quatsch. Hier müssten... Sag nicht, ich habe keine Steelbars mehr. Fuck! Im Ernst? Fuck! Ah, okay, vergessen wir das dann in dem Fall. Denn dafür braucht man 4 Steelbars. Oder 4 Iron Ingots. So wie die auf Englisch genannt werden. Das ist, naja, ist halt nicht so toll, ne? Das passt nicht in meine Pläne, um das jetzt mal einfach auszudrücken. Aber ja, dann gehe ich halt stattdessen auf, was habe ich sonst noch eigentlich in der Truhe? Gold ist scheiße, bla bla bla. Hm, das müsste ich mal aufteilen. Ne, das war jetzt nicht mein Ziel. Was zur Hölle? Ach, das, oh, das ist eine Treppe, ja, ich bin doof. Anscheinend. Ja, so viel brauche ich nicht. Das Gravel Boy auch nicht. Sonst brauche ich noch nicht. Nein, das Holz lasse ich drin. Flint brauche ich nicht, genau. Und ja, die Leichtern werde ich wahrscheinlich gebrauchen. Den Meat. Das sollte ich vielleicht mal kochen. Ach so, ja. Da brauche ich Kohle für. Die ich natürlich nicht habe. Was? Ich habe keine Kohle? Ich habe keine Kohle? Ist das denn ernst? Ach du Heilige. Ach du Heilige, ich habe keine Kohle. Gut. Gehen wir auf Kohle und Lava suchen. Zwei sehr wichtige Dinge, die ich nicht habe. Warum? Was soll das? Warum? Ich verstehe es nicht. Ja. Eigentlich wollte ich ja erst morgen aufnehmen. Das heißt in 10 Minuten. Nein. Aber das hat sich jetzt erledigt, da ich
da dieses Update rausgekommen halt ist und ich das unbedingt jetzt aufnehmen wollte, das Update. Weil ist halt toll. Updates sind immer toll, meistens jedenfalls. Ja, Updates sind immer toll, meistens jedenfalls. Ja, das ergibt Sinn. Was gibt's denn hier? War ich hier schon erforschen? Auf jeden Fall sehen hier Fackeln von mir. Was gibt es denn hier? Hier gibt es ein Workbench. Okay, was zur Hölle? Hier war ich schon aus. Was ist denn hier? Nix. Dead End. Okay, und hier war noch ein Weg. Was ist hier? Ah, hier geht's runter. Ich verstehe es nicht. Wo komme ich jetzt her? Wo bin ich hingegangen? Warum bin ich hier? Was hat mein Dasein zu tun mit dieser Welt? Ich sollte vermutlich den Sound lauter stellen. Aber das mache ich jetzt nicht. Weil ich keinen Bock drauf habe. So, da ist eine Fackel und ich will, dass der Licht dafür in den Raum kommt, damit ich nicht noch eine Fackel verschwenden muss. Denn, wie wir sehen, sind wir ja ziemlich low on torches. Um es jetzt mal in der guten, feinen englischen Art auszudrücken. Wie ich mich ausdrücke. Oh mein Gott. Ja. Egal. So, warum ist so tief unter der Erde Erde? Ja, genau. Warum ist so tief unter der Erde nur Erde? Man weiß es nicht. Ein Naturphänomen, meine Freunde. Aber das sorgt dafür, dass meine Werkzeuge sich schneller abnutzen. Na, klasse. Das ist natürlich genau das, was ich jetzt brauche. Ne, im Ernst, was ist hier? Ich meine, hä? Gravel, toll. Ich will kein Gravel, ich will Lava. Ist das so schwer zu verstehen? Weißt du, ich kann es kaum glauben. Die meisten wollen eben keine Lava, weil sie sich vor Lava fürchten und schon genug Lava gesehen haben oder so. Und ich will Lava, weil ich Lava brauche als Eimer und so. Also nicht als Eimer. Man kann schlecht Lava in Eimer machen, aber ihr wisst halt, was ich meine. Na, ich brauche mal wieder. Ich bin so low on torches. Das ist unglaublich. Das ist nicht schön. Redstone Dust. So, Redstone. Toll. Sehr toll. Das bringt mir jetzt sehr viel. Hallo? Versteht mich dieses Spiel nicht? Spreche ich eine andere Sprache als das Spiel? Hallo? Ich möchte gerne etwas Lava finden, kein Redstone. Na, das war ja mal wieder ein Kunststück von mir. Gibt's da noch mehr? Ja, ein Redstone-Block, weißt du? Da kann's doch nicht gewesen sein. Ganz im Ernst, die sind nie nur ein Redstone-Block. Was soll denn das? Hallo? Spiel verarscht mich. Aber Redstone soll eigentlich auch in der Nähe von Lava sein. Ja, anscheinend nicht, ne? Da lagst du dann wohl falsch, wer auch immer mir das jetzt geschrieben hat. Gut. Hier ist nichts. Finde ich nicht so toll. Ja, kann er mal aufhören, hier runter zu fallen. Ich finde das nicht so toll, ne? Ich möchte hier irgendwann mal wieder durchkommen, ne? Also wenn da ständig mir was Neues vor die Nase fällt, ja, das hilft mir sehr viel weiter, weißt du? Ja, komm, weißt du, ich kann auch mich selbst ficken. Also, wäre schön, wenn ich es könnte, ich kann es aber nicht. Was habe ich gerade gesagt? Egal. Hört einfach nicht zu. Und schon haben wir das schöne kleine Problem gelöst. So, warum gehe ich jetzt zum Workbench? Ja, ich habe ja wohl keine hier, ne? Man kann es ja wohl sehen. Nichts mehr hier, ne? Hier? Ne? Was habe ich gerade getan? Was habe ich gerade getan? Ich bin doch ein... Was habe ich gerade getan? Leute, was soll das? Warum ist er so doof? Warum? Was soll das? Jetzt muss ich extra noch ein paar extra Schritte ausführen. Oh Gott. So ein Depomat, ey. Wer erstellt dieses Video, Leute? Ist er ein Depomat? Antwort, ja, ist er. Oh Gott. Das ist unglaublich. So. Jetzt kann ich mit gutem Gewissen, mit guter Hacke, mit guter Schaufel im Hacke und so, ne? Ja, genau. Kann ich weitergehen. Und Leute, ihr solltet euch auch mal entscheiden, ne? Also sagen, ja, mach's heller und dann wieder, ja, mach's dunkler. Ne, das ist nicht sehr vorteilhaft. Das bringt mir schlecht was. Ne, also entweder entscheiden oder lassen, ne? Versucht natürlich immer ganz viele Torches zu setzen, aber ich kann schlecht Torches setzen, weil ich keine mehr habe, ne? Das sollte man bedenken.
Oh. Ja, jetzt, das ist natürlich jetzt hilfreich. Bin mal wieder ein Künstler. Bin im Kreis gelaufen. Toll, geil. Das ist natürlich jetzt super. Das ist super hilfreich, das ist unglaublich. Ne, im ganzen Ernst. Oh, danke. Oh, danke. Ja. Ich meine, Redstone ist jetzt relativ uninteressant für mich. Aber das bedeutet meistens, dass hier noch mehr liegt. Irgendwo in der Nähe. Oh, das darf ich nicht tun. Oh Gott. Orgasmus. Oh Gott. Orgasmus. Zu viel Iron. Oh geil. Oh geil. Oh geil. Oh. Was ist das? Ey, nee. Ey, und ich wollte gerade nur Orgasmus kriegen. Da ist hier einfach kein Iron mehr. Ach, tolles Spiel. Habe ich keinen Orgasmus gekriegt. Schade. Ja, muss ich mit leben. Ne? Gut. Sammle ich einfach mal nach Redstone ein. Man kann ja nie wissen, wie viele Kompasse man braucht, ne? Ein für mich, ein für die Gegner und einen, um Lava zu finden. Nein. Keine Ahnung. Gibt's hier oben noch was? Nein. Hallo? Gibt's denn keine Lava im Wintermond? Ich fühle mich verarscht, Leute. Ich fühle mich verarscht. Ich habe in meiner Welt 3, die ich ja im Let's Show geschaut habe, auch noch keine Lava gefunden. Obwohl das ja nicht. Nicht. Ne? Also da ist ja nicht. Nicht. Nicht im Wintermond. Er ist nämlich im Sommermond. Und deswegen bin ich verwirrt. Ich verstehe nämlich gar nichts mehr, Leute. Ich verstehe es nicht. Warum? Was soll das? Warum bin ich extra der unlucky Guy, der nie was findet? Was soll das? Ich brauche Torches, verdammt. Ich brauche verfickte Torches. Und deswegen finde ich keine. Ich hasse Auto sehr. Ja. Schön ruhig bleiben. Schön ruhig bleiben. Alles gut. Nein, nicht alles gut, verfickt. Redstone. Ja, jemand hat mir geraten, immer weiter zu suchen. Ich habe keinen Inventarplatz mehr. Toll. Toll. Das passiert jetzt, wenn er keine Lava findet. Alter. Ich meine nicht, dass ich unbedingt diese Erde haben will, aber trotzdem. Oh, ich bin wieder bei Unbreakable. Hallo, Mr. Unbreakable. Ich mag dich nicht. Oh Gott. Ja, ich meine, ich finde schön, dass ich Redstone finde. Aber dann finde ich es wieder scheiße, weil ich Redstone finde und kein etwas nützlicheres Material. Wie zum Beispiel, ja, zum Beispiel Iron oder Lava oder was auch immer. Lava ist auch ein tolles Material. Kann man Lava als Material bezeichnen? Ich glaube nicht. Aber ist ja auch egal. Ich dachte, ich habe keine Inventarspace mehr. Warum kann ich ihn jetzt wieder aufnehmen? Ich dachte... Oh. Ich habe noch genug Platz für ungefähr 60 Steinblöcke. Gut. Das war eine kurze Unterbrechung. Nach dieser kurzen Werbepause geht es nun wieder weiter an. Ich habe mal nachgeguckt. Ja, es gibt Lava im Wintermode. Jedenfalls hatte wohl jemand Lava im Wintermode mal entdeckt. Finde ich toll. Das heißt, es gibt Lava im Wintermode. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ach ja, übrigens, habe ich das mal falsch rübergebracht oder so? Wir haben bisher nur 4 der 5 Gegnersorten gesehen. Ja, es gibt noch eine 5. Gegnersorte. Das sind kleine Schleimbeutel. Wortwörtlich. Denn, die gibt es nur in sehr, sehr, sehr tiefen Höhlen. Meistens jedenfalls, glaube ich. Irgendwie so habe ich das gelesen. Und das sind die einzigen Gegner, die in hellen und dunklen Gegenden spawnen können. Also Fackeln bringen da überhaupt nichts. Die können allerdings in 4 Größen auftauchen. Ja, von klein bis groß halt. Beziehungsweise bis riesig. Ich glaube klein, mittelgroß, riesig oder sowas. Und die kleinen, also die der Stufe klein angehören, die können einen nicht angreifen. Also die können, ja. Also, naja, wie kann man angreifen nennen?